freie Fernsehsender RIP-TV präsentieren auf euren Internetsender aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Und Mitveranstalter sowie Gastgeberin Heidi in ihren Zauberpark in Wien. Radio Okidoki, Radio Okidoki, von Mensch zu Mensch. Ich begrüße euch alle recht herzlich auf okidoki.com. Ja, hier beim Medienfestival, das zweite hier im Hallis Zauberpark mit Montmartre. Und wir machen die Musik da mal aus. Das ist jetzt geschehen, die Aufnahme läuft. Wie gesagt, das Heidis Zauberpark, liebe Zuhörer auf Okidok natürlich auch und hier im Raum auch natürlich herzlich willkommen. Und wenn man mal so überlegt, was wir in den letzten Tagen hier schon erlebt haben, die Doris ist ja auch schon mit ihrem Stand hier und hat auch eine Messe. Ich begleite den Gottfried hier. Den Gottfried begleitet vom Jahrmagazin. Genau, ne, genau, das ist eigentlich eine super Sache. Vielleicht erzählst du einfach mal, Doris, erstmal so deine Eindrücke, die du erstmal hier sammeln durftest für dich. Hier auf diesem schönen Zauberpark. Ja, ich finde dieses Ambiente hier so wunderschön. Ich kenne diesen Heidis Zauberpark schon eine Weile. Und ich finde einfach dieses Ambiente in dem Park so wunderschön, weil es so einlädt zum Verweilen, zum Trotschen, zum Kennenlernen. Das ist einfach ganz toll. Das Wetter spielt mit, das ist das Wichtigste. Und die Menschen? Und die Menschen sind einfach voll toll da. Also ich habe einige Kontakte da jetzt gefunden und bin ins Tratschen und ins Reden gekommen. Sehr interessante Menschen, die da sind. Habe auch vom Franco das ausprobiert mit diesen Röhren. Das ist ganz sensationell. Also das kann wirklich was. Ja, da war ich heute auch, habe da auch gefilmt. Also da passiert wirklich Dinge. Ja. Und den Franco möchte ich auch unbedingt mal auf den Talk reinholen. Ja, also ganz, ganz wichtig. Neben mir sitzt die Sabina Tippel. Die haben wir am Freitag ja auch gehört, die Sabina. Und Sabina hat ja auch stressout.at. Die Doris hat sicher auch eine Homepage. Magst du auch noch mal kurz sagen? Ich habe keine Homepage, ne? Okay, ist ja nicht so schlimm. Also, die ist nicht aktiv, sagen wir so. Okay, ja. Ja, dann machen wir das halt so. Und, ja. Aber Kontakt-E-Mail hast du sicher. Kontakt-E-Mail ist drauf, unter meinem Namen findet man mich. Ja, genau. Sabina, auch deine Eindrücke so bisher, die du hier hattest, du warst jetzt gestern natürlich nicht da, ja, aber du hast auch Eindrücke hier von diesem Gelände. Und es ist ein Zauberpark, den die Heidi so getauft hat und ich denke, das ist sicher mehr als gerecht geworden, dass man dieses Gelände als Zauberpark betiteln darf. Wie siehst du das? Ja, also meine Eindrücke hier sind wunderbar. Ja, und ich war ja gestern leider nicht da und heute hat es mich schon wirklich so gebrannt, dass ich komme, weil der Eindruck vom Freitag, wo ich da war, wo ich auch einen Vortrag hatte, der war so toll. Diese tollen Menschen, die hier unterwegs sind und dieses Wissen, was vermittelt wird und die Vernetzung, die hier stattfindet, ja, die ist einfach wunderbar. Wunderbar. Dankbar. Jetzt haben wir natürlich jetzt improvisiert, weil der Thomas Bachheimer ja nicht da ist und vielleicht kommt der Thomas Bachheimer ja heute Abend bei uns trotzdem auf dem Podium mit der Hoffnung, dass auch nichts passiert ist, weil das kennen wir vom Thomas Bachheimer nicht. Und deswegen haben wir jetzt mal so spontan einfach mal gesagt, was passiert denn hier auch in Österreich? Und du stehst ja kurz vor einem großen Messe, die du planst und das nennt sich das 8. Mostviertler Energetikermesse ist das. Und das findet im Stadtsaal in Mang statt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du überhaupt anfängst, eine Messe zu gründen? Macht ja auch nicht jeder. Normalerweise gibt es große Veranstalter und man muss das studieren und lernen, so sagt man. Aber man macht auch mal eine Eigeninitiative. Ja, absolut als Newcomer. Absolut unbedarft, absolut als Newcomer. Ich bin vom Grundberuf her Kindergärtnerin, habe mich dann sehr viel in der Energetik aufgehalten, habe sehr viele Ausbildungen und eigene Erfahrungen gemacht. Und bei einem Treffen der Energetiker, wo wir so zusammengestanden sind, war ein Bekannter für mich, der sagt, wir haben da im Umfeld so viele tolle Leute, das wäre doch fein, wenn wir die einmal bündeln könnten und einmal so eine Plattform bieten, damit die sich den Menschen präsentieren können und überhaupt einmal zeigen, was machen die denn, welche tolle Arbeit leisten die, was kann ich mir mitnehmen als Mensch und da haben für mich, es geht ja in der Energetik darum, die Selbstheilungskräfte und die Selbstverantwortung im Menschen wieder zu wecken, um wieder gesund zu sein und gesund zu leben und Energie zu haben. Ne? Das hat mich sehr lange Zeit begleitet und es war dann irgendwie wie eine Eingabe, wie eine Vision, die
in einem Ruhezustand von mir dann so hochgekommen ist, wo ich innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten gewusst habe, was ich mache, wo ich es mache, wie das ausschaut. Ich habe mich aufgesetzt, habe das niedergeschrieben und dann habe ich mir Leute gesucht, mit denen ich das organisieren kann. Und das war das erste Mal in Wolfpassing, im Schloss Wolfpassing, wunderschönes Ambiente, wo wir dann auch schon 30 Aussteller gehabt haben, die Vielfalt der Energiearbeit, die Vielfalt, auch die Lebensberater waren dabei, die Vielfalt unserer Arbeit präsentiert haben, in so einem schönen und einem wertschätzenden Rahmen die Menschen da begeistert haben. Und das war dann dieser Start, wo wir nicht mehr aufhören haben können, das weiterzuführen. Das hat den besonderen Charme, dass in der Buchhaltung, so wie das gebucht wird, das noch richtig dargestellt wird. Ja, es ist deshalb richtig dargestellt, weil wenn die Bank zum Beispiel einen Kredit vergibt, so wie sie es heute macht, einen Giralgeldkredit, ja, dann ist das für die Bank eine ziemliche Peinlichkeit aus rechtlicher Sicht. Da sieht man wieder, warum es sinnvoll ist, Ökonomie und Recht zu teilen. Die Bank bucht nämlich eine Forderung an den Kreditnehmer und gleichzeitig am Girokonto einen Geldbetrag. Alle Girokonten stehen aber der Bank auf der Passivseite. Na, das ist eine Bankschuld. Man spricht von einer Bilanzverlängerung, Forderung am Fremdkapital. Und jetzt müssen wir uns, wenn ein rudimentäres Buchhaltungsverständnis da ist, einmal überlegen, was ein Darlehen rechtlich ist und wie es verbucht wird. Wenn zwei Freunde Unternehmer sind und jeder hat eine Buchhaltung und der eine leiht dem anderen Geld aus der Kasse, 1000 Euro, dann bucht der das Geld aus der Kasse nimmt, einen sogenannten Aktivtausch, weil bei dem verschwindet was aus der Kasse, ein Teil seines Vermögens gibt er weg, die 1000 Euro, also muss er das jetzt haben buchen bei der Kasse. In gleicher Höhe bucht er jetzt eine Forderung an seinen Freund ein, Forderung an Kasse. Und das passiert alles nur auf der Aktivseite, die Bilanzlänge ändert sich nicht. Und das muss auch so sein, denn er gibt ja einen Teil seines Vermögens hin. Das ist ja die Definition, die gesetzliche eines Darlehens. Ein Darlehen liegt dann vor, wenn ein Gläubiger einen Teil seines Vermögens hingibt und das auch wieder zurückhaben will. Mit Zinsen, ohne Zinsen, das ist dann ein anderes Thema. Aber der muss mal etwas vom Vermögen hergeben. Und dann schauen wir mal, was der Schuldner bucht. Ja, der Schuldner kriegt jetzt einmal das in die Kasse. Also im Soll, Kassa. Gleichzeitig hat er in selber Höhe aber eine Verbindlichkeit an seinen Freund, an den Gläubiger. Also bei dem verlängert sich die Passivseite auch begründetermaßen. Ja? Der bucht einfach Kassa an Verbindlichkeit. Bei der Kassa geht es ein, Verbindlichkeit auch, Bilanzverlängerung mit Fremdkapital. Das heißt, die Bilanzverlängerung mit Fremdkapital ist immer die Schuldnerbuchung. So buchen Schuldner. Gläubiger buchen einen Aktivtausch, anders geht es überhaupt nicht. Alles andere wäre Bilanzfälschung. Ja? Kann so nicht sein. Und jetzt haben die Banken sogar vor Gericht in Bozen, ja, beispielsweise zugegeben, und das hat auch Kollege Werner, vor mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren in einem Selbstversuch in Bayern nachvollzogen, Banken, Geschäftsbanken, die Kredite vergeben, verlängern eben ihre Bilanz. Forderung an Girokonto, an Verbindlichkeit. Das heißt, ich habe buchungstechnisch 2 Schuldner vor mir. 2 Schuldner. Und dann ist mir vollkommen klar, dass dieser Kredit, wenn er so gebucht wird, kein Darlehen sein kann. Es fehlt der Gläubiger. Wir haben hier 2 Schuldner. Die spannende Frage ist, um welches Geschäft kann es sich handeln, wenn beide Schuldner sind? Die Antwort ist einfach. Es ist ein Schuldscheintausch. Also wenn ich dem Herrn Meier schreibe, ich bin dem Herrn Meier 1000 Euro schuldig und der Herr Meier schreibt, ich bin dem Herrn Hörmann 1000 Euro schuldig und wir tauschen diese Zettelchen aus, dann ist jetzt die Preisfrage, wer ist hinterher wem wie viel schuldig? Keiner dem anderen noch was. Wir haben ja Schuldscheine in gleicher Höhe getauscht. Was heißt das? Das heißt, so wie heute die Banken Kredite vergeben, ist es ein Schuldscheintausch und kein Darlehen, mit der Folge, dass Tilgungen und Zinsen keine Rechtsgrundlage haben. Und das hätte ich gern als Feststellungsurteil vor einem Gericht. Hätte ich gern. Damit wir endlich wieder Ökonomie und Recht vereinheitlichen können.
Weil die Richter müssen sich heute unter den Tisch verkriechen bei diesem Argument und sagen, ich bin kein Buchhalter. And we should say many a chosen one or water is life. Also mini vicioni, das ist Lakota und das heißt Wasser ist Leben. Wir sind im Wasser geboren. Wir kommen, das ist Wasser, wir kommen ja. We were just in the Washington DC march protesting in front of the White House. Also wir waren auch in Washington DC, als der große Aufmarsch war. And during the freezing rain and the snow. Also wir hatten alles, also es war zuerst Wind, also die Fahnen, man konnte sie gar nicht mehr halten, dann kam der Regen, dann kam der Schnee und am Schluss war die Sonne. Yeah. Und die Elder haben gesagt, das ist das schönste Zeichen, dass es regnet, weil es geht ja um Wasser und es war wirklich kalt. Yeah, and as it is now, the breaking news, which is not on the major media, is that now that I spoke with Chief Red Cloud yesterday by phone. Also die Neuigkeiten sind jetzt, wir haben gestern, er hat mit Henry gesprochen gestern. And the Lakota now are moving into South Dakota, now building camps as we speak. It's not on the news, maybe a little bit on Facebook, but it's getting ready to kick back off with the Keystone. Also sie werden sich jetzt in South Dakota sammeln, die ganzen Nationen wieder, und werden jetzt gegen die Keystone Pipeline sagen, no way, mini Vicioni, water is life. And at the moment we're also... Also das ist gestern, haben wir die Information bekommen, weil Henry macht die ganzen Solaranlagen, dass sie Facebook, Radio, Live-TV, Livestream direkt aus South Dakota haben. Also ihm haben sie die Facebook-Konto runtergefahren, mir eines, also ich weiß noch nicht, über welche Firma wir das machen, aber wir haben zu viel in Standing Rock gepostet. Yeah. Und so, Standing Rock. Mini Vicioni, what is life? So the solar units and the South Dakota, the Ogallala Sioux now are helping with the construction of the camps in South Dakota. They're going up now. Also sie werden sich in den nächsten Tagen rüsten, um dorthin zu gehen und die Solarpanels aufzustellen. So the new Standing Rock is now getting ready to kick off in South Dakota. Also die Lakota Nation, die ist zum nächsten Aufstand bereit. And we'll be there at the camps in December. Und wir werden natürlich dorthin gehen, weil im Dezember werden sie immer noch da sein. And then we... I have some. Weil was wichtig ist, was auch keiner in Europa weiß, es sitzen noch 800 Indianer in North Dakota bei diesen... How is the name of the sheriff? I don't know. Also der Sheriff hat 800 Indianer noch im Gefängnis sitzen. You're talking about the Morton County Sheriff. Morton, okay. Genau. Also es sitzen noch 800 Indianer, die Water is life, ja, yeah? Water is life, you know? Water is life. Sie haben nicht gesagt White House down, sie haben gesagt Water is life. From city to city, from block to block. Die sitzen jetzt noch in den Gefängnissen. Die Elderfrauen sind schon in Europa gewesen zum Gelder sammeln, damit sie freigekauft werden können. Eine Frau hat das Augenlicht verloren. Die haben mit solchen Plastik geschossen auf die Elder. Water is life. Ja, also es ist wirklich unbarmherzig, was da drüben passiert. Eine hat die Wirbelsäule, also die ist querschnittgelähmt. Und dieses Apachen-Mädchen, das der Sheriff, ihr hat ja zweimal die Hand gebrochen. Die hat sich jetzt da tätowieren lassen. And I go on fighting. Und die Urbotschaft von Standing Rock ist, if we pray, we win. We win. If we fight, we lose. Also das heißt, wenn wir kämpfen, werden wir verlieren. Und wenn wir beten, werden wir gewinnen. Und drum, wann immer ihr eine Möglichkeit habt, zündet die Feuer an. Lasst dieses Feuer nicht ausgehen. And we do believe that we will win the battle. For sure. Also, wir werden daran glauben, dass wir gewinnen werden. Mini Vicioni! What it is. And we will be there with a group this year in December from Austria, Swiss, Germany, and we will be Water is life. Und wir werden heuer das erste Mal live dabei sein, also direkt im Camp, weil es ist, dort werden die Büffel wieder so gejagt. Mm.
also es sind auch die Indianer in Washington haben gesagt, ich habe das Leben des weißen Mannes gelebt. Ich wusste gar nicht, wie dieses Gefühl ist, diese Unity. Und ich glaube, dass uns das ja schon auffällt und dass wir da auch rauswachsen werden. Nur die Kinder, die jetzt geboren werden, haben eben ein Risiko als Kollateralschäden wirklich nicht genügend gefördert zu werden. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir da sehr wach sind und sehr aufmerksam sind. Wir würden ein dreijähriges Kind nicht ans Auto setzen, also außer auf unserem Schoß, mal für eine Minute in die Garage, darf es dann reinlenken oder so. Wir wüssten, es ist dieser Herausforderung von seiner Gehirnreife her noch nicht gewachsen, da das alles zu berücksichtigen gleichzeitig, das kann es noch nicht. Und genauso ist es eben auch mit den digitalen Medien. Kleine Kinder sind im Grunde noch nicht reif. So wie sie noch nicht reif sind für Alkohol oder für Sex, sind sie noch nicht reif für dieses Verlorengehen in den digitalen Welten. Sie haben noch nicht die Willenskraft, sie haben nicht den Überblick und ihr Gehirn nimmt das alles noch viel mehr für bare Münze, als wir es schon geneigt sind zu tun. Auch wir, unser Gehirn fällt ja drauf rein, aber die Kinder haben ja noch nicht mal diese haptische Erfahrung, die wir zumindest genossen haben in unserer Kindheit. Und das machen wir uns nicht klar. Als meine Kinder klein waren, gab es ein Computerspiel, das war so eins nur mit stehenden Bildern von Patterson und Findus. Und da gab es so verschiedene Geräte, die eigentlich dazu da waren, wurde mir dann klar, also für mich war es eigentlich von ganz deutlich, Hebelwirkung sollte man da verstehen und andere mechanische Wirkungen. Und dann gab es so Aufgaben, das musste man da irgendwie klicken. Und irgendwann habe ich gemerkt, für mich war es klar, dass da die Hebelgesetze demonstriert wurden. Für meine Kinder war das überhaupt nicht klar. Für die war das nur irgend so ein Bild. Und wenn sie da drauf drückten, dann passierte da was und sie kamen weiter oder so. Aber diese Übersetzung dieses kleinen Bildchens in meine vorhandene reale Erfahrung mit Hebeln passierte bei denen gar nicht, weil sie noch nie einen Hebel gesehen hatten. Man weiß auch, dass Kinder, wenn man ihnen filmt, die noch nie Schmetterlinge gesehen haben, wenn man ihnen Filme zeigt von Schmetterlingen und sie dann mit realen Schmetterlingen konfrontiert, sie erkennen das nicht. Sie erkennen nicht, dass diese unglaublichen Wesen, die da flattern und so, dass das ist, was sie da gerade gesehen haben. Diese Verknüpfung können sie nicht machen. Und darin liegt die Gefahr unserer Phase jetzt, dass wir noch vergleichsweise fest in der dritten Dimension verankert sind und praktisch unsere Erfahrung auf unsere Kinder projizieren und denken, die würden das auch so erfahren wie wir. Aber die kommen hierher, ganz unbeleckt sozusagen von der dritten Dimension, und für die ist das alles gar nicht so gut unterscheidbar wie für uns. Es gibt auf YouTube ein kleines Video von einem 10 Monate alten Kind und der Vater hat dieses Kind gefilmt mit einem Tablet und dann mit einer Zeitschrift. Und hat dieses Video genannt, für Babys ist eine Zeitschrift ein Tablet, was nicht funktioniert. Weil das Kind die Zeitschrift da hatte, schöne bunte Bilder, und machte immer so und so und wollte immer, dass die Bilder sich jetzt bewegen. Und blätterte dann weiter und es ging aber nicht. Und dann verlor es ganz schnell das Interesse an dieser bunten Zeitschrift, weil das Tablet offensichtlich kaputt war. Und das müssen wir einfach berücksichtigen, weil sonst etwas Zentrales unseren Kindern nicht mitgegeben wird. Und mir zuschauen und dann mir auch die Freude gönnen. Das hat man uns auch aberzogen. Man darf ja nirgendwo mehr lachen, man darf ja fast nicht mehr Freude empfinden. Und nur wenn also viele Dinge, ich möchte sagen, ob es obszön ist oder ob es übergriffig ist, die darstellen, dann dürfen wir lachen und nicht. Das zieht uns herunter. Das brauchen wir nicht. Wir sollen einfach Freude und Spaß haben an unserem Leben. Wir sollen uns auch Spaß kreieren. Und wenn ich noch an früher denke, als ich vor über 30 Jahren nach Italien kam, da gab es also nicht Musik in den Bars und so, das war da nichts. Ne? Aber es gab immer irgendwo jemanden, der dann sang. Heute sind keiner mehr. Das ist überall
das Radio ein und manchmal ein bisschen zu laut und überall die Musik. Aber man hört niemanden mehr, der einfach in der Bar singt. Und das fand ich früher wunderschön. Einfach, dass einfach jemand aufstand und auf einmal so in mir oder was weiß ich dann gesungen hat. Und es gab wunderschöne Stimmen, die damals den Raum füllten. Und jetzt ist nur noch das da. Und wenn jetzt Touristenzeit ist, dann ist natürlich so, da wird gespielt und da wird gespielt und da wird gespielt und da, man kann sich nicht mehr unterhalten, fast wie in einer Diskothek. Denn ich denke, auch eine Diskothek ist der Raum, wo du hingehen solltest, wenn du mit jemandem nicht reden willst. Mhm. Wenn du nicht mehr kommunizieren willst. Das ist auch etwas, was man uns immer mehr nennt. Man versucht uns, die Einheit zu nehmen, das Miteinander zu nehmen und das Miteinander auszukaufen. Aber es geht hier um Liebe zu uns selbst. Und die Liebe wirklich für uns selbst zu entdecken, das heißt die Wertigkeit, die man sich selbst gibt, den Respekt, den man sich selbst gibt. Und vor allen Dingen sollte man immer daran denken, wenn ich hierher gekommen bin in dieses Sein, dann macht es nur Sinn, dass ich hier bin, um etwas auszudrücken, was ich ganz speziell nur habe. Meine Spezialität. Und die ist nicht daran gebunden, an groß, an klein, an viel, an wenig oder so. Einfach, indem ich das bin, was ich bin. Indem ich das anerkenne, indem ich das mit meinen Freunden teile, indem ich mir Spaß mache, indem ich mir Spaß gebe, indem mir meine Arbeit Spaß macht, mein Selbstausdruck, indem ich Freude daran habe, einfach auch Befriedigung daran habe, indem ich zum Beispiel meine Kunden mache und gerne mache, indem ich einfach feststelle, es ist immer in dem Augenblick ein Geben und ein Nehmen. Es ist nie einseitig. Es ist immer etwas, was wieder zurückkommt. Etwas, was dir gut tut und was dich und deine Seinskraft wärmt und nährt. Und das ist es. Wir müssen lernen, uns wieder das zu geben, was uns nährt und was uns die Kraft gibt, auch wieder morgen weitermachen zu können. Jeden Tag aufs Neue uns wieder der Aufgabe stellen, den selbst sich stellen und der eigenen Seinskraft und zwar in der Übernahme der eigenen Autorität für sich und sein Lebensfeld. Niemand kann dich glücklich machen, nur du selbst. Nicht dein Partner, nicht der Mann, nicht die Frau und nicht der Sex, auf den natürlich jetzt sehr viel Wert gelegt wird. Lug und Trug ist das. Das gehört in unsere Lug- und Truggesellschaft, die uns wie Gefangene hält. Die Wahrheit ist, du musst wissen, was dich glücklich macht. Du musst wissen und solltest wissen, was dich erfüllt. Aber nicht erwarten, dass der Mann das tut oder dass die Frau das tut und damit du glücklich bist. Du bist nie glücklich, wenn du dir selbst nicht das gibst, was du brauchst. Und nur du weißt, was dich glücklich macht und zufrieden ist. Nur du. Und wenn die sich auf die Religion abstürzt, obwohl die Führer dieser Volksbewegung mit der Religion überhaupt nichts am Hut gehabt haben, sondern das waren die Generäle vom Saddam Hussein und andere. Also hat sich dann im Laufe des Kampfes, ich war da selber mehrmals dort und habe gesehen, also am Anfang waren das wirklich so, würde ich mal sagen, normale Studenten unter den Kämpfern, die überhaupt nicht, ja, die waren schon irgendwie Muslime und haben sich darüber beschwert, dass die Sunniten von den Aleviten, von Bashar al-Assad immer ausgeschlossen gewesen sind. Also insofern haben sie schon die Diskriminierung der Sunniten. Aber es war das nicht der Punkt, dass man sagt, die wollen jetzt einen Staat nach dem Scharia-Prinzip und so weiter aufbauen. Das ist erst dann gekommen, als das Gewicht, das militärische Gewicht von Bashar al-Assad zusammen mit Russland und dem Iran, Iran-Schiiten,
so gewaltig geworden ist, dass sie Unterstützung gebraucht haben. Und diese Unterstützung ist auch gekommen. Aber um den Preis einer politischen Radikalisierung im Sinne von Sektarisierung in diesem Konflikt. Also die Saudis haben ihr Suppchen gekocht, die Türkei war ganz und ist bis zum heutigen Tag, glaube ich, oder bis vor kurzem, ganz entscheidend am Aufbau etwa des Islamischen Staates beteiligt gewesen. Weil das wiederum nicht nur gegen Bashar al-Assad gerichtet war, sondern auch gegen die Kurden. Und jeder folgt sozusagen den eigenen Interessen, sodass wir heute einen Art Weltkrieg, wie das einmal einer gesagt hat, einen Weltkrieg auf syrischem Territorium vorfinden, in denen also die vier in einem Fleckerlteppich die verschiedenen Kräfte als territorial bestimmende Kräfte on the ground, aber gleichzeitig auch sind die Marionetten, die in der internationalen Auseinandersetzung, an der natürlich die USA beteiligt sind, Frankreich beteiligt sind, Israel beteiligt ist, also alle sind beteiligt an diesem Konflikt. Nur schön langsam taucht es einem auf, wenn man die Frage stellt, na und was halten die Syrer davon? Und da entstand unsere Idee, schon bereits 2012, muss ich nicht ohne Stolz sagen, dass wir schon damals eigentlich diese Analyse, die ich jetzt wiedergebe, gehabt haben und gesagt haben, das Einzige, was da bremsen kann, ist nicht, dass wir solidarisch mit den Sunniten oder mit den Schiiten oder mit den Kurden oder sonst jemand sind, sondern dass wir solidarisch mit der Bevölkerung sind, die diesen Zustand ertragen muss. Und um ein Gegengewicht zu setzen, ist es notwendig, dass allein die syrischen Kräfte und nicht wie in Genf alle möglichen Großmachtinteressen sich zusammenschließen und darüber reden, wie soll die Zukunft von Syrien ausschauen. Und da haben sie mir gesagt, bevor wir die erste Konferenz auch wieder in Schleining veranstaltet haben, ja, die Rechnung wird nie aufgehen, weil die streiten sich so sehr und hin und her, hat sich als falsch herausgestellt. Also die Intuition, die ich gehabt habe, mehr als irgendwelche gescheite Analysen, war es eine Intuition, dass die Syrer im Grunde genommen gar nicht sektiererisch sind. Dazu ist ihre Geschichte eine andere gewesen. Dass sie auch miteinander reden können, auch wenn sie komplett unterschiedlicher Meinung sind, dann streiten sie halt. Das tut man ja und alle Wege, in die ich jemals reingerochen habe, alle Meditationswege, alle schamanischen Wege und auch alle monotheistischen religiösen Wege, haben letztendlich nur ein Ziel, nämlich einen Zustand zu erreichen, wo alles im Außen nichts ist und uns selbst zu erkennen. Die große Frage oder wahrscheinlich die wichtigste Frage, wer bin ich? Die beantworten zu können in diesem Zustand. Alles zielt genau darauf hin. Wenn es nicht darauf hin zielt, dann ist es nicht mein Weg. Ich möchte den aber nicht beurteilen. Es kam im Laufe der Zeit, kamen Wesenheiten, die ich getroffen habe, die nicht von hier waren und die mich angeboten haben, ihre Frequenz zu singen. Da möchte ich gleich noch was drüber erzählen. Aber jetzt erstmal für die ersten paar Minuten einfach mal da sitzen bleiben, vielleicht mal die Augen schließen und empfangen. Und mal schauen, was passiert. Es gibt keine Richtung, ich möchte auch nichts vorgeben, ich möchte keinen Atemrhythmus vorgeben, einfach nur aufs Herz konzentrieren. Wenn man nicht weiß, wie das geht, denken Sie einfach an jemanden, den Sie richtig gern haben. Dann ist das meistens schon das Herz. Musik.
Und bei diesem Prozess ist auch das Warum wichtig, dass ich weiß, warum möchte ich gesund werden. Also nicht nur als Ziel wirklich gesund zu werden, sondern auch danach ein Ziel, eine Vision zu haben. Was möchte ich denn dann machen? Weil einige dann müssen dann wirklich auch ihre Arbeit aufgeben und sitzen jetzt zu Hause und denken sich, boah, was mache ich denn und wozu bin ich denn noch da? Und da ist es dann schon sehr, sehr schwierig, wenn sie dieses Warum nicht haben, wenn sie dann nochmal in der Zukunft haben, ja, da freue ich mich dann drauf, das möchte ich dann angehen, das kann ich dann angehen und das kann ich noch Gutes bewirken. Weil je nachdem war auch der Beruf vielleicht nicht der ideale für sie und auch da stehen dann Änderungen an und da den Mut dazu haben, wirklich den Weg zu finden, der für einen dann ideal ist. Ja, und letztendlich können natürlich auch körperliche Maßnahmen schon auch dazu beitragen, dass wir gesund werden. Ich sage jetzt nur ein paar Stichworte, dass wir also auch wirklich entgiften und entschlacken, wirklich den Müll, die Gifte loswerden aus unserem Körper, dann unser Immunsystem aufbauen, gute Bakterien im Darm haben, die guten Arbeiten auch für uns dann bewerkstelligen, dass wir alles gut verdauen können, auswerten können und letztendlich über eine gesunde, lebendige, energiereiche Nahrung, all das zu uns nehmen, was der Körper braucht, um all das zu bewerkstelligen, was er alles an Arbeiten hat und möglichst gar nichts. Das heißt also, wenn wirklich Krankheiten da sind, sollten wir wirklich absolut keine Gifte dann zu uns nehmen, irgendwelche Zusatzstoffe, Suchtmittel und so weiter und so fort, sondern schauen, dass wir da wirklich in eine gute Balance kommen, weil es auch eine Sache von Energie ist. Ja, zum Schluss nur eine kurze Geschichte. Die Götter saßen zusammen und haben gemerkt, die Menschen haben einfach ihre Göttlichkeit irgendwo total missbraucht und jetzt wollten sie diese Göttlichkeit, diese Macht verstecken. Und die Diskussionen waren groß, ich mache es kurz. Und das Besondere dabei ist noch, diese Mond-Jupiter-Konjunktion im Sternzeichen, im Tierkreiszeichen Waage. Und das verhilft uns besonders jetzt in dieser Stunde und die nächsten Tage, besonders, dass wir ein wunderbares, harmonisches Miteinander haben dürfen, dass wir uns wohlfühlen dürfen in der Vernetzung, in der Kommunikation. Und noch eine Besonderheit, die sich heute am Himmel konstelliert und es heißt ja, wie oben so unten, wie innen so außen. Das hat der Hermes Trismegistus schon auf die Tabula Smaragdina geschrieben oder gesprochen. Da ist diese Mars-Energie in Konjunktion mit dem aufsteigenden Mondknoten und das im Sternzeichen Löwe. Das heißt, wir dürfen heute besonders einen Impuls empfangen, wo wir unsere Herzqualität erweitern dürfen, wo wir besonders wieder mit unserem Herz sprechen dürfen. Unser Intellekt, unser Verstand, unsere linke Gehirnhälfte ist eh sehr ausgeprägt und diese Herzqualität kommt bei uns Menschen viel zu kurz und ich freue mich heute jetzt an diesem Impuls heute teilzuhaben, um diese Herzqualität herauszubringen und auch mit meinem Vortrag dann natürlich. Ja, und bezüglich Herzqualität habe ich ganz einen besonderen Wunsch, nämlich Ruhe und Frieden für uns Menschen auf dieser Erde. Das ist so mein ganz persönlicher Wunsch, den ich da heute so als erstes einmal hereinbringe. Und es gibt uns auch die Zeit für was, einen Start, dass wir mit mehr Wertschätzung und Verständnis füreinander da sind. Raus aus der Wertung, raus aus der Verurteilung. Es ist auch die Zeitqualität, dass wir in sanfter Art und Weise Blockaden und Belastungen lösen dürfen. Es muss nicht immer schwer gehen. Es ist auch die Zeitqualität, dass wir aus dem Hier und Jetzt mit Freude und Zuversicht in die Zukunft gehen. Und es ist auch die Zeitqualität, dass wir, und jetzt spanne ich den Bogen zu den Aufstellungsarbeiten, dass wir unsere familiensystemischen Verstrickungen hinter uns lassen dürfen, in Respekt und in Achtung denen, die halt ein schweres Schicksal hatten in unseren Familiensystemen. Wir dürfen unseren eigenen einzigartigen Weg gehen.
Ja, und was kann eine Familienaufstellung bringen? Eine Familienaufstellung bringt einmal verborgene Dynamiken ans Licht. Da gebe ich euch jetzt ein konkretes Beispiel, wie es sein kann. Guten Tag, hereinspaziert. Wir kommen auf die Welt mit Wunderpotenzial, mit wunderbaren Potenzialen und Möglichkeiten. Und natürlich wollen wir auf diese Möglichkeiten hinstreben und uns entfalten. Das kann man sich so vorstellen. Jetzt hole ich hier mal da diesen Blumenstrauß her. Den stelle ich hier mal da auf diesen Sitz. So. Das kann man sich so vorstellen. Wir kommen auf die Welt und unser ganz persönlicher Impuls ist, dass wir uns auf den schönen Blumenstrauß hinbewegen. Ja, da tun wir alles dafür. Das sind unsere Ziele, das ist das Schöne im Leben, das sind Freunde, das sind Partnerschaften, das ist die berufliche Thematik. Auf das wollen wir wirklich alles geben, dass wir irgendwann einmal im Leben diesen Blumenstrauß haben dürfen. Ja, das ist unsere bewusste Bewegung. So, und was passiert sehr oft in unserem Leben? Wir stehen nicht bei diesem Blumenstrauß, sondern wir stehen in einer ganz anderen Ecke. Und wir verstehen uns selber nicht, wieso das passieren kann. Da gebe ich euch jetzt ein konkretes Beispiel aus der Aufstellungsarbeit. Und zwar kann es sein, dass jetzt zum Beispiel hier an diesem Punkt, wo ich hier stehe, aus meinem Familiensystem jemand steht, der vergessen worden ist zum Beispiel. Also der Alef, der Beginn, das steht für den Kopf des Stieres. Das heißt, die Geschichte des Judentums, die uns hier offenbart wird, beginnt vor ungefähr 5000 Jahren. Und mit diesen vor 5000, 6000 Jahren fängt an, die Geschichte so erzählt zu werden, dass sie den Menschen in der jüdischen Theologie am besten ihre Weltergebnis darstellen kann. Also, der Kopf des Stieres wird gefolgt vom Haus, Beth. Das heißt, als die Welt geteilt worden ist und für die Menschen eine Welt erschaffen worden ist, in der sie leben können, nicht nur in der geistigen Ebene, sondern in der materiellen, brauchen wir in dieser Welt ein Haus. Etwas, was abgegrenzt ist, damit wir unsere eigene Welt finden können. Dieses Haus wird gefolgt von Alef, Beth, Gimel, vom Kamel. Das will uns sagen, wenn wir in diese Welt hineinkommen und unser Haus uns aufbauen, dann brauchen wir Kraft und Ausdauer, die einem Kamel eigentlich inne ist. Wir müssen Ideen für diese Welt bringen, damit unser Haus durch die Welt getragen werden kann. Nach dem Gimel kommt das Dalet. Das heißt, wenn wir ein Haus gehabt, wenn wir uns gebaut haben in der Realität, dann müssen wir immer schauen, dass unser Haus auch eine Tür hat. Durch die Tür können wir nach außen schauen. Wir können sie aufmachen und können schauen, was ist hinter der Mauer, unsere Realität. Nach dem Dalet kommt Waf. He ist das Fenster. Das heißt, wenn wir uns vergewissert haben im Leben, dass wir eine Tür haben in der Konstruktion, dann müssen wir auch schauen, dass es ein Fenster gibt in unserem Haus. Weil auch durch das Fenster kann die Energie durchdringen und wir den Einblick nach außen erlangen können. Und dann kommt das He. He ist der Haken. Er verbindet die Welt, die wir im Geistigen mit uns mitgebracht haben, mit der Realität, mit der Welt, in der wir konkret sind. Erlebt. Ich hatte einen guten Freund, haben noch immer, Ruben Silverberg, Native American Ruben Silverberg, ein Repräsentant der Native Americans, der natürlich auch, mit dem bin ich viel gereist, auch in der Welt, und habe mit ihm auch immer wieder versucht, zu Konferenzen habe ich ihn mitgenommen. Und da war mir ganz klar, dass wir als weiße Menschen auch eine Verantwortung haben, diesen Gruppen, die wir verletzt haben mit unserer Art, wie wir sie erobert haben, die Welt, auch repräsentativ für die Weißen, auch ihnen zu dienen, ihnen zu zeigen, es tut mir leid, ich bin bereit, das auch repräsentativ mit dir aufzuarbeiten. Und da sehe ich auch die Chance einer Friedensarbeit, die zwischen verhassten Kulturen möglich ist. Zum Beispiel Marshall Rosenberg ist ein gutes Beispiel aus der Szene, der als Jude in der Gefolgschaft von Carl Rogers und Mahatma Gandhi sein System der gewaltfreien Kommunikation geschaffen hat, mit praktischen Beispielen, wo er wirklich
zerrissene Familien, zerstörte Familienmitglieder aus dem Israeli-Lager und dem Palästinenser-Lager in einem Camp über längere Zeit zusammen begleitet hat, bis dann wirklich Aufarbeitung und Versöhnungsarbeit gelang. Das sind die wirklich großen Persönlichkeiten unserer heutigen Zeit. Dieses Erbe haben wir, diese Möglichkeiten haben wir und die sollten wir auch nehmen. Und in die Richtung geht auch Moreno, Rosenberg, Rogers und vor allem Berater, Lebensberater haben das Werkzeug und haben den gleichen Auftrag, heilsam in die Gesellschaft zu wirken, um dann auch verfeindete Familien zu helfen, dass sie wieder besser leben können. Sehe ich das falsch? Nein, stimmt total. Schön gesagt. Das stimmt total. So. Aber nicht nur Lebensberater, das ist natürlich die gesamte Szene. Nur das Besondere ist, und das möchte ich noch aussprechen, jeder Energetiker und jeder Unternehmensberater hatte die Möglichkeit, aufgrund dieses Sonderstatuses sicher auch diese Kompetenzen zu erarbeiten. Wir sind nicht, dass wir jemanden ausschließen, im Gegenteil, wir brauchen jeden und diese Möglichkeiten gibt es ja, sich auch das zu holen, um dann profund auch aufdecken zu können, ohne Angst, dass irgendjemand ein Briefchen schreibt, zu sagen, hey, ich bin das, ich bin Berater, ich habe diesen staatlichen Hintergrund und jetzt wirklich in die Gesellschaft hinein. Das ist ja unsere Hoffnung. Heilungsweg ist der, wenn du 5 Jahre, 6 Jahre in unter totalem Druck stehst und du symptomatisierst, weil der Körper das übernimmt, dann brauchst du sicherlich auch wieder 3, 4 Jahre, 2 Jahre Geduld, um diesen Ausgleich schaffen zu können. Und das ist bei mir so geschehen. Ich bin also dann hergegangen, aufgrund dieser Erfahrung, bin wieder in die Industrie gegangen, habe mich finanziell erholt und parallel weitergearbeitet. Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich Menschen unterstütze, um diese Erfahrung einfach zu ermöglichen, speziell für schwere Fälle. Also wir suchen in erster Linie Menschen auf, die kurz vor der Kippe stehen. Alles probiert haben und so weiter und dann gibt es einen Anruf. Ich werde dann dafür zuständig, um diese Menschen aufzurichten oder weitergehen zu lassen. Ja. Es ist interessant, und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch mit den Hintergrundsfeldern von unserer persönlichen, also von unserer Menschensituation stark beschäftigt, speziell Chakrenfelder, formgebende Felder, ätherische Felder und so weiter, Gedanken, Emotionsfelder und so. Es ist interessant, dass es ja Hilfsmittel bzw. Werkzeuge gibt, wie zum Beispiel die Radionik ist. Radionik, bioenergetische Kommunikationsinstrumente, die einen Blick dahinter ermöglichen, wenn man selber nicht hellsichtig ist, das bin ich nicht, und wo man dann den betroffenen Menschen, diese betroffene Seele, einfach Informationen geben kann, wo sie sich beruhigt fühlen und wo einfach eine innere Stärkung da ist und sich in dieser Situation eine innere Stärkung entwickelt. Ja, einen schönen Samstagnachmittag hier in Heidis Zauberpark, beim zweiten Okidok Medienfestival. Schönen guten Tag raus zu den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Livestreams, die es jetzt live miterleben und die wir später nachhören werden. Heute Beginn ohne Gong. Der gab es insgesamt 193 Mal auf Okidok bei 193 Sendungen von Radio VV9, Verfassunggebende Versammlung, Österreich hat eine gute Zukunft. Das Projekt VV9
wurde vorigen Donnerstag beendet. Die Sendung 193 war also die letzte Sendung aus dieser Serie. Es gibt in den Sendungsunterlagen zur Sendung 193 nach wie vor auf der Webseite radio.vv9.at das Magazin zur Sendung. Und da steht auch drinnen, warum dieses Projekt beendet wurde. Und ich will jetzt noch einmal das ganz kurz erklären und vorlesen. Die Geschichte ist, dass wir hier in Österreich ein sogenanntes Verfassungsgesetz haben, und wenn auf einem rechtlichen Text draufsteht, dass es ein Gesetz ist, dann ist auch ein Gesetz drinnen. Wenn auf einem rechtlichen Text draufsteht, dass es eine Verfassung ist, dann ist auch eine Verfassung drinnen. Und in dem Fall, wenn es sich um ein Verfassungsgesetz handelt, dann geht in dem Fall der Begriff Gesetz vor. Der Unterschied zwischen einem Verfassungsgesetz und einer Verfassung ist, dass es für eine Verfassung einen Volksentscheid geben muss. Nachdem das 1955 von den Alliierten, kann man sagen, nicht gemacht wurde, haben sie uns ein Verfassungsgesetz hinterlassen, aber nicht nur ein Verfassungsgesetz, sondern auch ein Neutralitätsgesetz. Und die beiden, und das Neutralitätsgesetz steht im Verfassungsrang bei uns. Das heißt, wir haben eine rechtliche Situation hier in Österreich, dass wir mehrere Gesetze haben, die im Verfassungsrang stehen, weil in der Verfassung kann es nicht stehen, weil eine solche wir nicht haben. Und dann gibt es eine Menge Paragraphen innerhalb der Gesetze, die im Verfassungsrang stehen. Holzinger hat ein Buch geschrieben darüber, der Dr. Holzinger, der Chef des Verfassungsgerichtshofes, der ehemalige, und hat die Frage beantwortet, wo kann man sich einen Überblick verschaffen, wie es mit der Verfassung in Österreich ausschaut, dann hat er geschrieben, in einem Buch wie diesem. Das ist also mehrere hundert Seiten dicker Schmöker. Jetzt stellt es sozusagen eine juristische Lücke dar, die im Grunde genommen schließbar ist, sofern das Volk sich dazu entscheidet. Ich werde nur Dinge tun, die ich verantworten kann. Und das sehe ich, dass die Medien alle, die gegen mich geschossen haben, vier gibt es schon nicht mehr, und der Mensch gibt es ein öffentliches Verfahren gegen den Schweizer Kassensturz. Du kennst den Hintergrund, du auch. Der Staatsanwalt hat 4 Jahre ermittelt, ich habe gesagt, ich wurde in allen Punkten entlastet. In allen. Und seit 4 Jahren verbreitet ein Schweizer Staatsfernsehen unter dem Wort Kassensturz, ich bin ein Betrüger, ein Gauner, ein Hochstapler, ich bin Aktienbetrügerei begangen und was. Alles aus der Nase gezogen. Aber wenn jetzt der Fritz Meier ins Fernsehen geht, ins Internet geht, googelt meinen Namen und liest es, was wird er glauben? Oder Wagenwagen ist schon ganz böse. Darf er auch glauben, berührt mich auch nicht. Die Jutta möchte was sagen, und ich möchte auch mal den Franz mal sagen, so, was sind das für dich für Gefühle, so, wenn du das alles so hast? Ne? Ich möchte gerne noch etwas zu dem Thema sagen, weil wir sehr falsch erzogen sind in der Erziehung. Und wir haben immer die Tendenz, wenn wir etwas nicht richtig gemacht haben, nicht richtig gedacht haben, das zu bemänteln und wegzustecken oder so hoch auf, ich sehe das keiner, ob ich gemacht das kann. Ich kann Ihnen nur eins empfehlen, wenn Sie endlich bei sich entdecken, dass da irgendetwas nicht stimmt oder ich nicht richtig gemacht habe oder ich mich verändern sollte oder so, begrüßen Sie es. Mensch, jetzt bin ich fündig geworden. Super! Denn alles, was Sie finden, kann ich verändern. Nur das, was man mir wirklich zeigt und das, oder den ich Bewusstsein für etwas entwickle, was ich nicht richtig tue oder was mir nicht gut tut, oder wie gesagt, egal welchen Fehler ich mache.
begrüßen Sie das und dann gehen Sie dran, das zu verändern. Mensch, ist das super, jetzt haben wir es entdeckt, super. Und dann hören Sie auf sich rumzuknüppeln. Weil das ist immer noch diese Methode, die wir kirchenmäßig halt seit Jahrtausenden eingeprägt haben. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ein Sünder und jetzt muss ich mich kasteien. Weg damit. Das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Der Schöpfer dieses Universums ist Liebe. Und er braucht keine Menschen, die sich kasteien und die sich selbst prügeln und sonst was. Seid euch gewiss, wenn ihr fündig werdet, all das, was nicht richtig ist, kann ich ändern und kann ich verändern. Und freut euch darüber, wenn ihr fündig werdet, dass da irgendetwas ist, was immer vermisst hat mit mir und meinem Seinsaspekt steht. Und dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, zu euch zu kommen. Aber hört auf euch rumzuknüppeln und euch dafür zu kasteien. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es erkennen und verändern zu können. Das ist alles. Also die Frage ist, und so bekannten Mannen zu sitzen, die ich immer nur vom Internet und stundenlang zuhören kenne, das ist ein super Gefühl, besitzen zu dürfen. Ich meine, 59 Jahre. Es gibt für mich ein erstes Mal. Ja, mir gefällt einfach diese positive Einstellung von dir, Norbert, oder auch von dir, Jutta, und von allen hier, in dieser geistigen Ebene den Nutzen zu setzen. Das ist vollkommene Wahrheit. Ich bin überzeugt davon und ich bin der Weg auch gegangen. Nur mit meiner Art und Weise, sich mit dem Leben und den Menschen zu beschäftigen, bin ich trotzdem immer noch vorsichtig. Nur positiv zu denken, nach meiner Erfahrung, war ein Irrweg sondergleichen. Ich bin in der Hölle gelandet. Meine Chefs haben extra Seminare für mich bezahlt, weil ich einer der negativsten Denker seitens gesehen habe.